Ja, hallo zusammen. So, ich begrüße euch hier zu einem neuen Video von mir in Gran Montana. Ich habe vor, jetzt noch etwas zu fahren. Ich bin gestern schon gefahren. Ich bin mit dem Enduro unterwegs. Ja, wunderbares Wetter, wunderbare Aussicht. Season End. Zuerst mal ist der rote Trail anschauen, vom Kidech auf Kohabe und dann noch Flow Trail. Bis später auf dem Trail. So, wir sind jetzt am Start vom Trail, vom Roten. Im Bikepark Gran Montana, vom Kidech auf Kohabe. Sorry für eventuelle Windgeräusche, es ist hier ziemlich windig, der Ridge entlang. Ich habe leider mein Windcap nicht dabei, aber ich hoffe, es geht einigermaßen. Es hat hier recht grobe Bremswellen leider. Es ist recht hart, meine Güte. Ein bisschen langsam gewesen. Der ist auch recht steep da. Meine Güte. Ja, Break machen. Hey, schaut nicht die Aussicht an. Ey. Absolut genial. Ja, dann wieder schön technische Stellen zwischen innen. Unten ab jetzt leider relativ viele Steine vom Trail. Viele lose Steine werden Sie sehen. Aber es ist mega. Hier ist es recht los. Immer wieder geile Aussicht hier auf Gran Montana. Das ist mega schön. Hier ist es so recht los. Es sind recht spitzige Steine hier. Darum fahre ich hier nicht aussen rum. Gestern fast eine Platte geholt. Der lose Käse hier ist also recht tricky. Da musst du aufpassen, wie wahnsinnig. Ja,
er extrem viele Schlaglöcher im Trail, aber es ist gleich recht funny. Schnell einen Break machen. Was? Was? Ja, nicht mehr viel. So, jetzt kommt hier eine dunklere Sektion im Wald drin. Das ist schon mega cool. Aber meine Güte, die Bremswellen, das ist abartig. Das ist wirklich ziemlich grob mit den Bremswellen. So, jetzt höre ich auflästern mit diesen Dingen. Das war knapp. Ich hatte ein bisschen zu fest Vorlage. Da hat es ein schönes Roadgap. Aber ja, muss ziemlich Speed haben. Das Ding ist doch irgendwie etwa 5 Meter. Ja. Schöne Kicker da. Jetzt. Und hier allein mit einem schönen Kicker unten und dann relativ groben Jump. Dort muss man Speed holen, dann kann man den Kicker nehmen. Und jetzt hier. Das riesige Ding von einem Jump. Ja, massive, massive. Hier kommt wieder eine mega flowige Line. Das ist eine von meinen Lieblingslines hier. So, jetzt sind wir hier in Arnuva. Jetzt eine kurze Wurzelteppiche hier. So, jetzt kommt hier so eine Kickerline mit schönen Doubles drinnen, aber ich mag sie nicht springen, ich bin zu langsam. Oder eben nicht alle. Ja. Ich habe es gestern probiert, da war immer zu kurz. Warum springen wir sie heute nicht? Ja, dat is toch een beetje langzamer. Wieder extrem veel Bremswellen. Het wäre eigenlijk mega flowig en schön, maar dat slot afwartig.
aufpassen, ein loser Stein rum da. Das ist das Losfahrt. Los jetzt noch ein bisschen so eine Slopestyle-mässige. Schlussparkli. So, links eine schwarze Linie, rechts die blaue. Mit massiven Kicken dort. Nein. Die sind mega. Ein schöner Gap. So, und jetzt schon ein Ziel. Mega Baustelle. Im Jahr 2025 gibt es hier UCI Weltcup, wo Destination Gran Montana ist. Genau, jetzt sind sie hier recht am Bauen.